Herzlich willkommen hier in der Sixtuskirche. Vor kurzem kam es hier in der Sixtuskirche zu einer außergewöhnlichen Kirchenführung. 15 Frauen zeigten ca. 500 Besuchern jeweils ihr Kunstwerk oder einen sakralen Gegenstand hier in der Kirche. Dazu teilten sie auch ihren persönlichen Bezug mit. Für diesen Beitrag zu katholischen Haltern am See habe ich das Dominikus-Altärchen ausgesucht, was wir näher betrachten möchten. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Altar hier in gehobener Drechsel- und Schreinerarbeit aus Eichenholz im neugotischen Stil geschaffen. Er wurde von Bürgern aus Haltern gestiftet und nach dem Umbau der Sixtuskirche im Jahre 1885 hier aufgestellt. Das Altärchen ist mit kunstvollen Verzierungen und dem in geschwungenen Buchstaben gearbeiteten MR versehen. Wir sehen hier, dass Maria auf einem Thron als Königin sitzt mit einem goldenen Heiligenschein, umhüllt mit einem blauen Mantel. Das Jesuskind sitzt auf ihren Schoß, ebenfalls mit einem goldenen Heiligenschein und mit einem kleinen schwarzen Gabelkreuz. Es überreicht mit beiden Händen dem vor ihm knienden Mann einen Rosenkranz. Dieser Mann hier, das ist der heilige Dominikus. Man erkennt ihn an der Tonsur, aber auch am goldenen Heiligenschein und am schwarz-weißen Habit seines Ordens. Er öffnet seine Hand, um den Rosenkranz entgegenzunehmen. Neben ihm liegt ein kleiner Hund, hier vorne ein kleiner Spitz, der eine brennende Fackel im Maul trägt. Über der gemalten Szene hier oben steht Rosa Mystica, heißt übersetzt geheimnisvolle Rose. Mit diesem Bildtitel Rosa Mystica ist die Rose gemeint, die für das Ave Maria im Rosenkranz steht. Dominikus erhält diesen Rosenkranz. Damit wird deutlich gemacht, dass sein Orden unter dem Schatz der Gottesmutter, unter dem Schutz der Gottesmutter steht. Anhänger seines Ordens müssen Gehorsam gegenüber Gott und der Gottesmutter versprechen. Und sie sind verpflichtet, täglich den Rosenkranz zu beten. Der Hund, der Spitz hier vorne, soll das Feuer der Botschaft Gottes um die Welt tragen. Er steht als Symbol für den Orden der Dominikaner. Das Feuer der göttlichen Botschaft verbreiten sie unter anderem mit ihrer Predigt. Und so nennt man den Orden auch den Predigtorden. So gibt es hier in der Kirche, der Sixtuskirche, immer wieder etwas Neues zu entdecken. Ich lade Sie ein, sich einfach mal Zeit zu nehmen, um das eine oder andere selbst zu entdecken. Übrigens, die Frauen bieten im nächsten Jahr nach der Kreuzerhöhungswoche im September wieder eine außergewöhnliche Kirchenführung an. Vielleicht haben Sie Zeit und Interesse, dabei zu sein. Ihnen allen einen schönen Sonntag und alles Gute für die kommende Woche.